So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von natürlich Landwirtschaftssimulator hier auf meinem wunderschönen Kanal. Ja, kleines bisschen Vorproduktion, aber das kennt ihr ja. Wir werden mal kurz unseren Centaur, das ist ja glaube ich die kleine Variante hier. Ja genau, der Power 120. Werden wir mal kurz mal tauschen. Denn mit dem werden wir mal hier runterfahren. Denn seit kurzem besitze ich hier unten etwas, was in noch keinem Video vorkam, glaube ich. Und dafür muss ich jetzt hier runterfahren, weil ich gerne das Fahrzeug hier unten haben möchte. Und das Fahrzeug, was hier unten ist, aber oben haben möchte. So, haben wir mal kurz das Tempomat rein. So, dann fahren wir mal kurz hier über den, was ist das hier gleich? Häckselgut, Verdichtung. Ach, ihr wisst schon, was ich jetzt sagen möchte. Was es ist, so. Lohnzahlung, okay. Denn hier ist nämlich unser XL-Fahrzeug. Und das möchte ich aber tauschen gegen unseren Kleinen. Der Kleine soll hier unten bleiben bei unseren Schäfchen. Ja, für unser Schäfchen macht es zwar nicht. Denn wir haben ab sofort haben wir 4 Schäfchen. 4 Schafe, die produzieren ein bisschen. Wolle haben wir eine gerade mal, wenn die 27 oder was? Also steht zwar 1, wird zu schwer. Schade. Und ich möchte mir jetzt mit dem XL, HD, ist das ja. Der ist ein bisschen größer, den kleinen erstmal hier unten für die Viehwirtschaft. Und den fahren wir jetzt erstmal zum Hof. So, an unserem Höfchen jetzt hier angekommen. Müssen wir erstmal gucken. Wir haben jetzt unser Anhängerchen hier. So, denn das wird jetzt alles ein bisschen ja, langwieriger, würde ich jetzt mal sagen. Gucken wir mal. Beide Hänger sind angekuppelt, das ist sehr gut. Ja, beide sind dran. Die fahren wir gleich hier neben das Feld. Da müssen wir gleich mal noch was anderes gucken, denn wir brauchen ja einen Frontladeraufsatz. Ob überhaupt unser HD hier dafür ausgebaut ist. Ja, irgendwie spinnt bei mir irgendwie alles rum ein bisschen. Centaur Power 120 hier, HD. Radmotor Frontlader, ja. Also 800 müsste ich nochmal bezahlen und dann noch den Frontlader dran bauen. Ah nee. Und dann brauche ich noch eine Palettengabel, die kostet 8. Okay, gut. Nee, halt, das ist ja ganz falsch, was ich jetzt hier machen möchte. Denn wir wollen ja den ja eigentlich hier oben lassen. Das heißt, unser anderer Centaur, der 120er, der jetzt unten ist, der kleine, der kann auch einen Frontladeraufbau haben. Deswegen müssen wir den jetzt dorthin fahren. Und das bleibt unser Hoffahrzeug. So. Der hat noch ein bisschen Platz, das heißt, den können wir jetzt schon mal ein bisschen hin und her fahren. Denn der muss jetzt erstmal nach oben gefahren werden, ganz, ganz weit nach oben. Das dauert schon ein Weilchen. Da muss das Ganze zur Spinnerei gefahren werden. Ich hoffe, ich kann es mit dem Auto transportieren. Weil sonst muss ich mir ja noch so einen Ballenanhänger holen am besten. Und da alles drauf transportieren. Da kenne ich mich ja überhaupt noch nicht aus. Wo muss ich überhaupt jetzt hin? Wo war denn hier gleich? Da oben ist der Händler. Ach du heilige Scheiße. So Leute, da kam mir gerade noch eine Meldung rein, dass der Korntank bald voll ist. Von unserem Helfer. Aber wir sind erstmal hier oben angekommen. So, das werden wir dann gleich machen, denn wir müssen erstmal hier wechseln. Auf den HD und dann gucken wir mal, wir können sogar jetzt abladen nebenbei. Jetzt müssen wir bloß die Plane öffnen und die Plane öffnen. Oh,
Und dann haben wir, ich weiß gar nicht, was war denn das? War das ja Rapsi gewesen? Alles klar, Leute, fragt mich nicht. Bleib stehen. So. Der filmt mir den erstmal hier ab. Geil ist auch, dass hier wirklich. Alter, können die mal leise sein? Also noch da geht's am Bett nicht mehr. So, 1005 noch. 1000 Forst. Noch verteilen, damit es ordentlich da liegt. Und dann können wir jetzt erstmal wieder zur Seite fahren. Ich weiß gar nicht, ob das Feld haben wir gedüngt gehabt, glaube ich. So, und jetzt kommen wir zu dem Fahrzeug. Es ist nur die Frage, wo ist hier die. Also hier ist mit Verkaufen, aber ist nie Verkaufen gleichzeitig mit Aufwerten gewesen? Genau, hier konfigurieren. Damit jetzt in Front. Aber wirklich die Felgen? Ja, lass mal raus. Ja. Konfigurieren. Du hast nicht ge. Da. Oh, ja, okay. Wo war die Bank? Die Bank freut sich einen Ast ab bei mir. Nein, nein. Nein. So, das müsste erstmal reichen. So, konfigurieren. Dann von der Floor konfigurieren, ja. Nice. So, und dann gehen wir jetzt nochmal schnell kaufen. Denn wir brauchen einen Frontanbau. Da brauchen wir die Palettengabel. Die machen wir hier rot. Ja, komm, wir machen hier rot wie die Dings. Und dann haben wir, müssen wir noch den Stroll. Machen wir auch rot. Kaufen. Ja. Ich hoffe, das passt jetzt alles und sieht eigentlich geil aus in Rot. Dadurch, dass ja unser ganzer Trecker rot ist, wird das gut passen. 162, also hier haben wir aber auch schon ganz schön verfahren. Es sieht ungewohnt aus, es ist rot. Sag nicht, das Paar ist nicht dafür. Brauche ich eine Nummer kleiner? Gibt es das überhaupt? Warte mal. Vario 700. Ach, scheiße. Geil, jetzt habe ich hier im Front da Aufbau, aber kann ich dran bauen. Ja, wo, was ist denn der Vario? Alter. Oho. Was ist denn Vario? Vario 700. Jetzt hab. Hey, geil. Als bist du noch der Kompaktlader gewesen. Alles klar. Ja, was kann ich dann mit dem Front machen jetzt? Ich weiß nicht warum. Warum passiert das gerade? Okay. Warum passiert das? Hä? Alles klar. So, das heißt, wieder verkaufen. Geil. Umsonst hier hochgefahren.
Gut, Leute, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Part. Was jetzt hier wirklich. Ich lasse mir noch was einfallen, was Gutes. Und da würde ich sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, dann klickt mal rum, wenn ich den noch unten schreibt in den Kommentaren, aber mehr davon sehen wir auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Männerswort. Ciao, ciao.